Uwe Konz, Leiter der Pressestelle im Polizeipräsidium Trier, einen Zeugenhinweis darauf bekommen, dass möglicherweise alles im Konjunktiv zwei rivalisierende Gruppen sich treffen und planen, aufeinander zu stoßen, um ja, eine Art Selbstjustiz möglicherweise in die Hände zu nehmen. Hintergrund war eine Körperverletzung, die am Sonntagabend hier in der Innenstadt schon stattgefunden hat. Dort kam ein syrischer Staatsangehöriger mit einem Deutsch-Libanesen und einer Kleingruppe Libanesen in Streit zu dem Thema Nahost, Entwicklung im Nahost, Nahostkrieg, was dort passiert, wer dort was tut. Und die beiden waren diametral auseinander mit ihren Bewertungen und Einordnungen dieser Vorkommnisse und sind darüber in Streit geraten. Und da kam es zu einer gefährlichen Körperverletzung zum Nachteil dieses syrischen Geschädigten vom Sonntag. Und dann hat sich über den Tag hinaus wohl ein Solidarisierungseffekt unter den Gruppen der Sympathisanten entwickelt und sollte sich möglicherweise dann gestern Abend in den frühen bis in die späten Abendstunden in Trier entladen. Und das war für uns Anlass, dem massiv entgegenzutreten, indem wir dann sehr stark zunächst gefahndet haben und dann nachher auch sehr intensiv kontrolliert haben. Ja, das ist doch tatsächlich vor einer Bar passiert. Die sind aufeinander getroffen. Die Menschen haben sich auch gekannt vorher. Und dennoch waren sie so unterschiedlicher Meinung und am Ende des Abends ist das dann eskaliert. Wir sind natürlich informiert worden über diesen Sachverhalt. Wir sind angekommen, das Opfer war noch da, die Täter hatten sich entfernt vom Tatort. Dann ist zunächst einmal das Opfer versorgt worden, notärztlich. Und unsere Ermittlungen haben sich dann angeschlossen und in der Mitte der Nacht wussten wir, wer Täter und Opfer ist. Also wir haben dann nach den Hinweisen sehr intensiv gefahndet in der Stadt. Es war wenig konkret, wo sich irgendwelche Menschen treffen, wo sie herkommen. Und dann haben wir tatsächlich mit einer Streife im Messepark 15 Fahrzeuge feststellen können, die offensichtlich zusammengehört haben. Und schon beim Erblicken des Fahrzeugs sind die dann aufgebrochen, sind weggefahren in Richtung Innenstadt und in Richtung diesseitige Uferstraße. Den Kollegen ist dann gelungen, andere Fahrzeuge zu informieren, Streifenwagen zu informieren, aber zunächst einmal nur ein Fahrzeug zu kontrollieren. Und in diesem Fahrzeug wurden dann tatsächlich, das unterstützte dann auch den Hinweis des Zeugen, verschiedenste Waffen gefunden, Schlagwaffen, Stichwaffen, Schlagwerkzeuge, also Werkzeuge, die man im Rahmen einer eventuellen Auseinandersetzung dann auch als Waffe im nicht-technischen Sinne dann auch einsetzen kann. Und damit hatten wir eine gewisse Bestätigung. Die Frage nach der Herkunft des Klientels, die sind wir noch am Untersuchen. Da sind wir mit einer Ermittlungsgruppe jetzt dran, die unter der Leitung unseres Staatsschutzkommissariates geführt wird. Der erste Eindruck im Moment ist, dass die aus der Region zusammengekommen sind. Da haben wir noch keine konkreten Hinweise. Es ist wohl ein Berliner Kennzeichen in dem Kontext aufgefallen. Aber ob das ein Leihfahrzeug war oder ob die Person tatsächlich dazugehört hat, alles das, wie vieles andere, ist jetzt Sache der Ermittlungen, da Licht ins Dunkel zu bringen. Also zunächst einmal von diesem Tross der 15 Fahrzeuge, die sich gleich entfernt haben, konnte zunächst einmal eines angetroffen werden, die Insassen kontrolliert werden. Wir haben die Gegenstände gefunden, die ich gerade beschrieben habe, die haben wir natürlich beschlagnahmt. Die Personen haben ein Aufenthaltsverbot für die Stadt bekommen, sind dem auch nachgekommen. Und im weiteren Verlauf unserer Fahndung und unserer Kontrollen, die sich daraufhin angeschlossen haben, haben wir insgesamt 21 Fahrzeuge kontrolliert und 54 Insassen in diesen 21 Fahrzeugen ebenfalls kontrolliert. Die können im Moment noch nicht alle dem Sachverhalt zugeordnet werden. Da sind sicherlich auch welche dabei, die in die Kontrolle gekommen sind, ohne mit dem Sachverhalt im Zusammenhang zu stehen. Aber auch das ist Ermittlungsaufgabe jetzt unserer gemeinsamen Ermittlungsgruppe, das auseinander zu dividieren, um zu sehen, wer hat sich da möglicherweise verabredet, um was auch immer dann in Trier zu tun. Also wir haben schon erfahren, dass unser Einsatz sehr wohl wahrgenommen wurde
Und wir haben ein Zusammentreffen verhindert, eine Eskalation verhindert. Nichtsdestotrotz werden wir auch heute und in den nächsten Tagen verstärkt nochmal in Triers Straßen unterwegs sein und genau mit diesem Augenmerk dann auch nochmal fahnden und in jedem Fall auch nochmal das Signal senden, dass wir in Trier nicht dulden, dass es eine Paralleljustiz oder eine Selbstjustiz geben darf. Wenn es Solidarisierungen gibt mit Opfern, dann so weit, wie es rechtlich in Ordnung ist, wie es rechtlich vertretbar ist, alles darüber hinaus, was Straftaten verwirklicht, das werden wir zu unterbinden wissen. Da gehe ich Stand jetzt nicht davon aus, dass es nochmal so intensiv wird wie in der letzten Nacht. Aber wir sind Auge und Ohr und werden reagieren auf das, was uns eventuell begegnet. Wie gesagt, wir haben gestern Abend ein Zeichen gesetzt in der Stadt. Und ich glaube, dass dieses Zeichen auch auf fruchtbaren Boden gefallen ist. Nichtsdestotrotz nehmen wir die Situation weiterhin sehr ernst und werden weiterhin auch dieses Konzept fahren, dass wir fahnden und unterbinden, was eventuell an Straftaten im Anlauf ist.